Cello, es ist Mittwoch, also Cheater-Experiment-Tag. So, komm, GLHF. Hello, Team. Hi, what's up, dude? Hey, Gabi. Okay, hi, boy. Mal gucken, was das wird jetzt hier mit den Gaunern. Erste Runde 3B, okay, naja, vielleicht ist es ja geplant. Immerhin haben wir den einen weggenadet. Ich rotiere rüber. Oh, Bomb-Banana. Bumm, Alter, bumm. Einer von denen ist gegangen. Ich werde jetzt... Ah, he's spinning. Oh, es ist so bescheuert. Wir haben die erste Runde gut gespielt. Sie glauben, dass jemand hackt, obwohl bei uns keiner hackt. Und dann machen sie an. Wie fucking... Wir haben es gerade gestern im Stream davon gehabt, dass genau das das Schlimmste ist, was passieren kann. Dass Leute hacken, weil sie glauben, jemand hackt, der gar nicht hackt. Guck dir das mal an. Unser ganzes Team würde cheaten, sagt er. Ich habe in der ersten Runde einen Headshot verteilt und bin der Cheater. Oh, no, 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 no. Oh. Ah, es ist so dumm. Ich habe mal ein Video zu dem Verhalten gemacht. Es nennt sich Cheater Call ist gleich Behinderung. Und ich würde sagen, gerade in diesem Spiel oder in diesen Zeiten rückt dieses Argument immer weiter in den Vordergrund. Es ist ja schon fast eine geistige Behinderung, in jemandem, der einem einen Headshot gibt, direkt einen Hacker zu sehen und dann auch noch selbst anzumachen. Also die Leute müssen ja irgendwas haben an der Rübe. Ja, also meine Jungs hier, wie gesagt, sind alle ein bisschen pisst. Es hat jetzt halt keinen Sinn, hier irgendwas zu machen, weil drei von denen reinspinnen. Und nur weil sie glauben, wir hätten gehackt. In der ersten Runde hat man ja gesehen, wie es läuft, wenn sie nicht reinschieten. Wir machen zwei, drei Headshots und sie... Und die hacken! Weil ich mir jetzt überlege, dass hier neue Leute drin spielen müssen, in dem verschissenen Sumpf, dann brennt das schon wirklich hart in der Seele. Und denkt dran. Denkt dran. Dieses Spiel ist nicht aufgrund von Cheatern kacke, also weil jemand reinhackt, sondern weil jemand gedacht hat, dass Legits, die besser sind als er, hacken und er deswegen anmacht. Und das ist einfach eine komplett andere Seite dieser Cheater-Medaille, eine ganz andere. Natürlich zählt es immer noch in dieselbe Cheater-Kategorie, aber ihr merkt hoffentlich den Unterschied von Standard reinschieten zu einfach ein Stück sein. Also ich werde auf jeden Fall mal ihn, hallo, hochdrücken. Ich kann das wirklich nicht oft genug sagen, zumal wir es ja gestern im Livestream davon hatten, dass das halt einfach der dümmste Grund ist. Ich frage mich, in wie vielen Spielen das vorkommt, dass Leute aus diesem Beweggrund, also da hackt einer, ich mache jetzt auch, obwohl niemand hackt im Gegnerteam. Ich frage mich, wie oft das zustande kommt. Wenn man bedenkt, dass es so unglaublich viele Pussys in CSGO gibt, die halt sofort rumjaulen, wenn sie einmal in die Fresse geschossen bekommen, vor allem auf niedrigeren Rängen, dann könnte es sogar sein, dass diese Fälle des Gegencheatens die Standard-Cheating-Fälle überwiegen. Zumindest vom Feeling her wirkt es so, weil ich natürlich ständig irgendwelche Beschuldigungen bekomme, wenn ich ein einziges Mal eine gute Runde habe. Fucking Hacker. Jedes Mal. Wir haben gestern im Stream, im Lowgame, genau denselben Fall gehabt. Nur, dass die Gegner halt dann nicht reingehackt haben, also gegengehackt haben. Sie waren fest davon überzeugt, dass wir hacken. Ich hatte gestern dann die Internetprobleme und da haben sie sich ultra gefreut, dass ich rausgeflogen bin, ein Hacker schon mal weniger und sowas. Ich denke, dass die CSGO-Community genau da ihren allergrößten Fehler sitzen hat. Dieses verschissene Rumgepienze und Pussy sein. Die hacken. Und wisst ihr, was auf das Problem noch oben drauf kommt? Nicht nur zwingt die Leute, die halt live eine Entscheidung treffen, ich hack jetzt dagegen, sondern die Leute, die einfach so abgefuckt sind von den Hackern, dass sie dann selbst hacken. Und wenn du dir halt dann vorstellst, dass vielleicht niemand bei ihm gehackt hat, sondern einfach nur gute Leute mit ihm waren, dann ist der Gedanke ultimativ eklig. Connector down. Jungle Flash. Ich weiß gerade nicht genau, wie das jetzt hier so steht. Also ob jetzt hier irgendwas ist. Ich merke zumindest nichts. Obwohl, unser einer hat 11 Kills schon. Da könnte man da mal reingucken. Bei Azura ist übrigens einer der wenigen von mir noch nicht gemuteten Personen. Connector, window. Okay, Azura hört sich auf jeden Fall stabil an. Also ich glaube, er hat möglicherweise auch schon ein gewisses Wissen gesammelt und ist halt einfach nicht schlecht. Aber wir gucken ihm mal zu für alle Fälle. Ah, Azura ist eben gestorben. Nice. Also er dominiert hier auf jeden Fall rein mit seinen 12 Kills, aber es wirkt, als wenn er seinen 8-Account gerade einspielt und eigentlich halt, was weiß ich, Global ist oder sowas. So, jetzt können wir mal reinschauen. Also, Azura, was ist jetzt? Das Fadenkreuz ist ja komplett wild, hä? Und das ist bei uns der Hans Wurst? Wo aimt der die ganze Zeit hin? Was ist denn das? Wenn da irgendwo einer steht. Also ich meine, man hat ihn gehört. Klar, dass er da ist, aber hä? Und dann schießt er den Mate noch an, der Sorry. What the fuck, Azura, hä? Das sah komplett aus wie Silver Movement, alles.
Alles, was ich gesehen habe. Und das ist bei uns der mit 15 Kills. Warte mal, Azura. Das ist echt merkwürdig. Da müssen wir doch mal später genauer reingucken, du Sackratte. Ich gehe mal eben sterben. Okay. Und dann macht er noch so komisch her, okay? Ist ihm hier jetzt jemand zu gut, oder was? Mit seinen 5 Millionen Kills. Ich meine, vielleicht sind wir auf Silber. Die Leute laufen mit dem Knife auf andere zu. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich kam eben ja auch einfach Window durch. Can I get a drop? Orange, you can drop for Azura. Thank you. Bitteschön. Also auf deren Ranks bin ich echt gespannt. Die spielen wie die letzten Bobs, also Gegner wie auch meine Leute. Zumindest wenn ich zugucke, sieht das aus wie... Ich weiß auch nicht. Dödel. Na, Mist, jetzt habe ich das bei Azura nicht gesehen. Aber gut, der war hier drin. Ja, er hat ihn einfach über die Distanz gekillt. Die spielen mit Revolver, hä? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich gehe jetzt noch einmal direkt am Anfang rein. Ich renne auf A, gucke, dass ich sterbe und gucke dann bei Azura nochmal die ganze Runde zu, weil er hat halt 18 Frags. Ich meine, klar, die Gegner sind auch komplett retarded, aber er kann doch nicht einfach 18 Frags machen und dann wirklich die ganze Zeit mehr oder weniger auf den Boden gucken. Please, please kill me. Hallo, hallo, hallo. Oh mein Gott. So. Azura. Okay. Den hat er schon mal schön genutzt. Jetzt achtet mal genau auf sein Crosshair-Placement. Generell, wie er so rumkurbelt mit der Maus, wohin er guckt und sowas, wenn er sich bewegt. Und auch seine Sachen hier, die er macht. So, einer, da ist einer. Gut, das war jetzt halt auch wiederum Timing, ne, aber der hat bei uns die meisten Frags. Der? Ich weiß ja nicht. Ich würde es fast gerne noch einmal sehen, wie eine ganze Runde bei ihm aussieht. So, komm, dann hau mal rein, zeig mal. Vielleicht läuft er halt einfach nur sonst dumm rum. Ich weiß nicht, warum macht er sein Fadenkreuz eben auf die Mitte von der Wand? Also entweder guckt er halt durch die Wand, um einfach Infos zu holen, oder man guckt so. Man aimt dann dahin, wo der Gegner sein könnte, aber nicht. Er hat eben hier rechts an das Ding geaimt, hä? Wenn man dahin aimt und einen Wallhack hätte, würde man halt sehen, dass, Short was kommt vielleicht, oder man kann auch in Window reingucken, man kann auch mitgucken und so weiter. Ich weiß es nicht, was er treibt. Aber natürlich ist das wieder ein Win-Game, ne? Ja, ja. Ich hab mich vorhin echt gefreut auf ein Spiel ohne Cheater und krieg dann so reingesalzen vorhin in dem Drecks-Game. Ich weiß auch nicht genau, wie die das die ganze Zeit hinkriegen, dass die nicht gekillt werden, sage mal. Also ich krieg andauernd solche, hier sowas in die Fresse und die Jungs laufen da rum. Ah ja. Laufen mit dem Messer auf Gegner zu und sterben nicht. Also bei Azura bin ich mir echt nicht sicher. Der macht gleich die 30er-Bombe und ist halt, sieht so low aus, was er macht. Also so wie er spielt, ich versteh's nicht. Ob sie ihm dann immer reinrennen halt, ne, oder ob er sich durch Schleichen, das ich am Anfang nicht sehe, weil ich da noch lebe, irgendwas erspielt, dass er halt dann von hinten die Easy Frags machen kann. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt ja gesehen, ich bekomme die MP-Headshots reingedrückt und er kann halt gefühlt mit dem Knife auf die Leute zu rennen und sie treffen ihn dann nicht mehr. Man kann aber kein Anti-Aim bei ihm feststellen, also er scheint einfach Glück zu haben, dass sie ihn nicht killen. Ey, many steps. One Palace, two on Tetris. Das sind die Shots, die ich abbekomme. Ah ja, Azura sagt, er smurft. Äh, 302? Euer Hacking? Molly da mich wieder ab. Aber diesmal nicht mit mir, du Sack. Der hat doch jetzt auch, oder? Hat er nicht auch vielleicht jetzt ein bisschen irgendwas angeschaltet, der kleine Mission? Hat er eben auf den Boden geguckt? Also hier will ich wirklich nicht sagen, dass das Ding clean war, irgendwie. Auch wenn er sagt, wo ist Azura? Da. Er smurft rein. Also bei ihm, die Shots sehen komplett insane aus. Ihr habt es ja vorhin gesehen mit der Scout. Also dafür, dass wir hier wahrscheinlich auf DMG oder AK-Elo spielen, vielleicht sogar runter zu Gold gefallen sind, ist das Ducky. Lebt er vielleicht noch? Ja, er lebt noch. Schon wieder ein Headshot. Also Azura möglicherweise, ja okay, möglicherweise ist er fett am reinsmurfen. Wobei ich dann überhaupt keinen Plan habe. Ja, schon wieder ein Headshot. Wo der angeblich auf seinem Main-Account ist, weil er halt ein Movement und ein Crosshair-Placement von einem Bob hat. Bei uns sah es so aus, bei den Feinden so. Gucken mal geschwind rein. Ah, es ist noch nicht drin. Dann halt doch nicht. Also bei Azura bin ich mir etwas unschlüssig, aber der eine mit der 302 oder sowas im Namen, das sah zu krass aus. Also die Shots, die Scout-Shots von ihm, da war, denke ich, nicht einfach nur seine Hand mit am Start. Das hier ist ja fast wie eine Art Podcast geworden mit dieser Kack-Cheaterei und Gegencheaten und Lirum Larum. Da bin ich natürlich gespannt, wie ihr oder wie du das siehst mit dem Gegencheaten. Wie seht ihr das vor allem in Bezug auf die Gesamtzahlen der Cheat-Delikte? Glaubt ihr, dass die Fälle, in denen
praktisch gegen Hacks entstehen, gegen Legits, bei denen man nur glaubt, sie sind gut, aber die gar nicht hacken, dass die Fälle oft vorkommen? Oder glaubt ihr, es ist meistens gerechtfertigt, also dass tatsächlich Leute hacken? Hier auf diesem Account hatte ich es jetzt vielleicht 2-3 Mal, dass Leute gesagt haben, sie hacken gegen, weil sie glauben, dass wir hacken, dabei hat niemand bei uns gehackt. Auf dem Main wie auf dem zweiten Account weiß ich nicht, also gerade auf dem Main, wenn ich da Solo-Queue reinspiele, dann habe ich da keine Probleme, das wisst ihr ja. Auf dem zweiten Account queue ich eigentlich nicht Solo rein und wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Wir lesen uns dann einfach in den Kommentaren. Macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und für die Bewertung und eben auch für die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder im nächsten Livestream morgen 18 Uhr und ja... Hau da rein. Natürlich hauen auch die Kanalmitglieder und die Patreons rein. Das ist klar, ne? Later!